Lust drauf. Okay, da ist noch einer. Den ignoriere ich so gut ich kann und nehme mir erstmal hier Patronenkugeln. Juhu. Eigentlich hat man ja immer so gesagt in Silent Hill, dass Patronenkugeln eine Rarität sind. Ey. Aber ihr habt ja gesehen, wie viel ich inzwischen habe. Lasst mich. Lasst mich vor und gut, ich mache hier eine echte Verschwendung jetzt. Aber was soll's. So, der ist schon tot. Das erkennen wir natürlich, wie üblich, in allen Gruselspielen an dem Blut. So, gucken wir nochmal auf die Karte. Ja, ich weiß, das nervt euch. Sicherlich. Locker Room. Okay, gehen wir mal hier jetzt durch. Und, ja, ja. Oh, hier kommt was Lustiges. Ihr hört das Klopfen hier. Also wenn man das zum ersten Mal spielt, denkt man sich wahrscheinlich, wow, ein Monster. Dann denkt man sich wieder, nein, kann kein Monster sein. Oh, eine Katze. Es ist bloß eine Katze. Ja, ja. Oh, es war eine Katze. Ach, das arme Kätzchen. Mann. Okay. Ja, da dachte ich, was für eine lasche Nummer. Aber da kommt noch einiges, sag ich euch. Nein, 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 nein. Moment, heilen, heilen, heilen. Ist schon wieder soweit? Ist schon wieder soweit, dass ich sterben muss. Komm. Nee. Halt, was soll ich machen? Schnell, schnell. Rennen. Ja, okay, okay, okay. So, und hier ist der Musikraum, wenn mich nicht alles täuscht. Und hier gab es auch ein nettes Rätsellein. Aber ich glaube, hier kommen wir noch gar nicht ran. Ach, verdammt. Also wieder raus. Denn wir haben ja jetzt hier diese silberne Münze. Und hier ist abgeschlossen. Toll. Und hier kommt sie. Die Grundschulgang. Mit, ey. Sie haben einen riesigen Pickel auf den Schultern. Der sogar noch offen ist. I. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich hier wieder zurückkomme. Okay, wir befinden uns da unten. Ich könnte, glaube, ganz gemütlich die Treppe hinuntergehen. Ich glaube, da kamen wir auch her. Oh! Ey, was ist denn das? Oh nein, sag mir jetzt nicht, ich bin gestorben. Oh nein. Ja, ich nehme erstmal einen Heiltrink, während mich das Monster angreift. Und noch eins. Ey, wie? Ganz schön Verbrauchung hier, ja? Aber was soll ich machen? Ey, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Jetzt habe ich die Nase voll von euch. Scheiß Gegner. Ey, da ist noch eins. Komm her, Mann. So, das war's. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? War ich hier schon? Ich guck mir wirklich 20 Mal... Okay, hier sind noch Klassenräume. Ich hoffe, ich komme jetzt da hinten durch. Ja, was will ich machen? Ich will diese Silbermedaille einsetzen in diesen Glockenturm. Okay, sie ist offen. Denn an diesen... Wir waren ja eben an den... in den Musikraum. Und da gibt's die nächste Medaille. Nämlich die goldene. Oder die silberne, ich weiß jetzt gar nicht. An die kommen wir nur ran, wenn wir hier diese erstmal einsetzen. Ja, gut. Ich hab's doch eben gelesen. Denn dann öffnet sich nämlich hier dieses Klavier. Da ist nämlich ein Rätsel und ja. Moment erstmal. Stopp. Das war ein Sicherungsschnitt. Ja, okay. Jetzt haben wir hier diese goldene Medaille eingesetzt. Und uns fehlt ja jetzt noch die andere. Und dadurch, dass wir diese goldene hier eingesetzt haben, hat sich oben in dem Musikraum das Klavier geöffnet, auf dem wir jetzt spielen können. Da machen wir unser nächstes Rätsel jetzt. Ja, und falls ihr euch jetzt fragt, warum das Bild jetzt dunkler geworden ist, das liegt daran, dass... Ja, ich habe das einfach ein bisschen dunkler gemacht in den Einstellungen.
Ja, weil es mir einfach so besser gefällt. Das vorher hatte immer so einen mehligen Stich. Gut, begeben wir uns also in den zweiten Erdgeschoss. Nee, in der ersten Etage. Den Musikraum. Und kein Monster da hier? Hm. Doch, eins ist da. Okay. Da hauen wir mal einfach so ab. Und gehen hier durch. Was? Achso, jetzt habe ich es geöffnet. Okay. Die Schulhausgang wieder. Geht in euren Unterricht. Musik mögt ihr doch sowieso nicht. Okay. Seht ihr? Jetzt hat sich's geöffnet. Ja, und man sagt ja immer, Übung macht den Meister, aber wie man sieht, hat man hier mächtig übertrieben mit den blutigen Fingern. Naja, was soll's. So, hier an der Wand ist dann das Rätsel dazu und das werden wir uns jetzt mal durchlesen. Es ist in Blut geschrieben. Geschichten von Vögeln ohne Stimme. Schöner Titel übrigens. Zuerst flog der gierige Pelikan erpicht auf die Belohnung. Weiße Flügel flatternd. Dann kam eine stille Taube und flog weiter als der Pelikan, so weit wie sie konnte. Ein Rabe fliegt herbei, höher fliegend als die Taube. Einfach um zu zeigen, dass er es kann. Denn er kann's. Ein Schwan gleitet heran, um eine friedliche Stelle zu finden, gleich bei einem anderen Vogel. Zum Schluss kommt eine Krähe hinzu, die schnell zum Stehen kommt. Erst gähnt und dann einnickt. Wer wird den Weg zeigen? Wer wird der Schlüssel sein? Wer wird zu der silbernen Belohnung führen? Tja. Und diesen Vogelaufstand jetzt hier, den sollen wir jetzt hier spielen auf dem Klavier. Und jeder dieser einzelnen Vögel stellt hier eine Taste auf dem Klavier dar. Gut, lassen wir uns mal uns überraschen. Seht ihr? Ja. Und dann hier gibt es Tasten, die spielen normal. Die sind richtig gestimmt. Und dann manche sind halt kaputt. Da hat der Vorgänger nicht richtig aufgepasst und hat das ganze Klavier hier zerstört. Naja, was soll's. Jedenfalls muss man erstmal rauskriegen, dass man hier auf diese kaputten Tasten spielen soll. Ja, und wir haben ja gelesen, eine Krähe, ich hoffe, ihr könnt es euch merken, und ein Schwan zum Beispiel, naja gut, weiße Tasten sind das jetzt nicht mehr, aber was soll's. Jedenfalls eine Krähe ist hier die Schwarztaste. Und wir fangen an mit dem Pelikan, der war am Anfang. Drücken wir hier. Dann kam die Taube, die flog so weit sie konnte. Ich weiß natürlich, wo die Tasten hier sind. Und die ist hier. Dann eine Rabe oder Krähe, höher fliegend als die Taube. Ja, genau. Und dann kam der Schwan, der sich hier platziert. Und noch eine Krähe oder so. Ja, der hat es nicht mehr weit geschafft. Der macht es nicht mehr lange und fliegt dann hier so hin. Oh, nee. Verdammt, das war falsch. Also nochmal das Ganze. Hier, Pelikan, Taube, Krähe. Verdammt. Hier war. Gut. Und wir sehen, da kommt die silberne Medaille hinaus. Und nicht wundern, falls ihr euch jetzt fragt, warum ich das so gut weiß. Selbst wenn ich das Spiel, ich habe jetzt das Spiel ja schon mal durchgespielt, aber selbst da würde ich mich das Rätsel jetzt hier nicht merken. Aber ich habe, bevor ich dieses Let's Play gestartet habe, vor einer Weile, ist schon ein Weilchen her, aber so lange auch nun wieder nicht, dieses Spiel gespielt und da wusste ich genau, dieses werde ich mal Let's Playen. Da habe ich mir die Stelle hier gemerkt. Okay, dich mache ich jetzt mal fertig. Denn einen kann man immer noch besser treffen wie drei. Harry, treffen musst du. Na also, geht doch. Gut, dann haben wir jetzt alle zwei Medaillen. Die letzte hier, die werden wir jetzt da unten genauso einsetzen. Ja, und dann kommen wir zum ersten Mal hier in diesem Spiel in die spektrale Ebene. Nee. Ach, wie heißt denn das jetzt hier? Die alternative Welt. Genau. Das wird lustig. Ach nee, Moment mal, das habe ich ja ganz vergessen. Wir müssen nämlich noch in den Keller. So. Aber erst setzen wir hier diese Medaille ein. Ich kann dir mal vorlesen. Das Bild eines Uhrenturms ist
die Oberfläche reingraviert. Gefunden in Musik zum Okay, das war jetzt sinnlos, aber egal. Tada! Das sieht komisch aus. Ein silberner Mond. Ja. Monde sind ja immer silber. So, und wir hören ja diese industriellen Geräusche. Könnten jetzt Musik oder ja, einfach nur Geräusche sein. Und ich gucke mal wieder auf die Karte. Habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht. Ja, ich hoffe, ich bin mal jetzt richtig, auf der richtigen Seite. Oh. Nein, nein, nein. Lasst mich. Komme ich hier vorbei? Nein! Lasst mich! Ich wollte von euch doch gar nichts. Ach, Mann. Euch knöpfe ich mich vor. Irgendwann ist es soweit. Gut, gehen wir in den Keller. Da ist so ein Boiler und den müssen wir aktivieren. Um da durch den Glockenturm zu gehen. Warum auch immer das Harry machen will. Ich meine, ich würde mich doch erstmal hier in die Schule umgucken. Da ist ein Schalter, möchten Sie? Ja, na klar, möchte ich ihn betätigen. Ich würde mich doch erstmal hier in die Schule umgucken. Und er sucht der Cheryl, und wenn sie da ist, was mache ich dann? Dann gehe ich natürlich. Ja, habt ihr das jetzt gehört? Da hat sich was aktiviert. Ja, wenn hier Cheryl nicht zu finden ist, dann gehe ich natürlich in die andere, woanders hin. Aber nein. Harry, der muss unbedingt hier herausfinden, wie er in der alternativen Ebene wechselt. Naja. Moment mal. Zustand. Naja. Was mache ich denn jetzt hier? Los, schnell vorbei, Harry. Okay, jetzt kommen wir an einen Ort, der um einiges nochmal schlimmer ist als wie diesen hier. Ja, Schule ist ja ohnehin schon ein sehr gruseliger Ort, besonders bei Nacht. Obwohl, ich glaube, ich hätte mich immer mal gewünscht, bei Nacht in der Schule zu sein. Mal schön Schabernack treiben. Na, egal. Ja, ihr werdet gleich sehen hier, was das für ein Ort ist. Nicht sehr schön. Es hat den Anschein, dass wir jetzt hier woanders sind, aber es ist eigentlich derselbe Ausgang, wo wir hineingegangen sind. Where am I? In der Schule. Weißt du das nicht? Have I been here before? Ja, ich weiß nicht, Harry. Also mir kommst du inzwischen so vor, als ob du noch nie in der Schule warst. Naja. Da gebe ich dir aber diesmal recht. Nein, das war noch nicht hier. So. Ihr seht, es regnet. Und hier draußen hat sich erstmal nichts verändert, außer dass das Zeichen hier ist. Aber wenn wir auf die Karte gucken, ist das eine neue Karte. Denn Harry hat erstmal alles gelöscht, was zu löschen ging. Doch wenn wir hier durchgehen, werdet ihr sehen, was sich... Okay. Das hat sich, denke ich mal, erledigt. Wenn wir durchgehen, werdet ihr sehen, was sich hier verändert hat. Denn hier ist alles metallisch! Das ist so die herunterkommende Schule. Also, ein Gummiball gefunden! Juhu! Wenn es mir langweilig wird, kann ich damit spielen. Nee. Und hier hängen Puppen. Wer hat denn die hier hingegangen? Egal. Was ist das hier? Sieht ja aus wie im Krankenhaus hier. Das ist so typisch für Silent Hill, sag ich mal. Ja. Wo wir den Gummiball einsetzen werden, darauf würdet ihr nie kommen. Oh, ich geh erstmal hier durch. Oh, ich kann nirgendwo durchgehen. Schieß! Was macht ihr hier? Geht doch endlich mal nach Hause. So. Die haben wir schon mal erledigt. Da gucken wir erstmal, wie viel Munition wir haben. Ich könnte jetzt auch einen Heiltrink machen. Nee, nee. Okay, ich habe ja noch alles. Wunderbar. Ich könnte ja auch euch eigentlich mal zeigen. Moment mal. Sollte ich hier auch rein durch? Ich glaube. Juhu! Danke. Nee, ich wollte eigentlich euch mal zeigen, wie es aussieht, wenn man mit einem Stahlrohr schwingt. Ein kupfernes, ein verrostetes. Das ist nicht Kupfern. So, was ist das hier? Mitten in der Schule? Naja.
Das braucht. So, liegt hier noch was? Nee. Okay. Ich werde, denke ich mal, erstmal hier einen Schnitt machen und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dann.